Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Füller-Review hier bei mir bei Big G's Tintenkiste. Und heute zeige ich euch ja das neue Modell von Diplomat, nämlich den Elox Matrix. Ein wunderschöner Füller, wie man ihn aus dem Matrix-Film kennt. Und ich will gar nicht viel drum rumreden, ich möchte gleich am liebsten anfangen. Ja, und das mache ich jetzt auch. Der kommt natürlich in dieser typischen Diplomat-Aluminium-Box, ja, zum Aufziehen quasi. Die wiederum, die ist gebettet in dieser typischen Pappbox, die man hier herausnehmen kann. Ja, ich habe das jetzt schon gemacht, damit ich wenigstens so 1,5 Sekunden spare im Video für mein Gebabbel und so. Ihr wisst schon. Ja, und wenn wir das Ganze jetzt hier so herausziehen, öffnet sich hier natürlich die Schachtel selber, wo halt auch der Füller drin ist. Ja, qualitativ sehr hochwertig, wie immer, typisch bei Diplomat. Ja. Ja, man merkt, tatsächlich ist es Aluminium, wunderbar. Ja, und dann befindet sich hier noch einmal diese typische, ja, diese Faltauflage aus diesem aquarellähnlichen Papier. Und wenn wir die jetzt hochnehmen, dann, oh, was ist denn das? Oh, cool, Süßigkeiten. War lecker. Der blaue auch noch. Ja, das können sie eigentlich alle machen. Süßkram mit einpacken. Ja, und dann haben wir hier den Füller in diesem schönen Design. Gucken wir uns gleich nochmal an. Und hier in der Schachtel selber sind nochmal diese typischen Sachen mit hineingelegt. Eine Garantiekarte für den Füller, der mitgeliefert wurde. Dann nochmal eine Patrone in Blau und ich vermute mal noch eine in Schwarz, damit man sich gleich aussuchen kann, mit welcher Farbe man starten möchte. Oh, lecker. Warum sind denn nur zwei drin gewesen? Das verstehe ich nicht. Naja, machen wir mal wieder zu. Und dann, ah ja, genau, da kam noch ein Brief. Den Brief lese ich auch noch vor. Hallo G-Voice. Woher wissen die, dass ich G-Voice heiße? Im Internet. Komisch. Muss man meine Firewall mal ein bisschen überprüfen. Du weißt nicht, wer ich bin, jedoch weiß ich, wer du bist. Hast du dich schon mal gefragt, was der Elox Matrix ist? Ich gebe dir jetzt die Chance, es herauszufinden. Du hast die Wahl. Ist das rote Babisch Guzie und du wirst sehen, was die Antwort ist. Ist das blaue Babisch Guzie und du erwachst wieder in der Realität und alles ist wie vorher. Oh. Dafür waren die Bonbons gedacht. Ach, das war wieder typisch für mich, dass ich darauf nicht warten kann, bis ich irgendwas durchgelesen habe. Immer gleich durch die Wand. Naja, gut, egal. Typisch für mich. Sorry, Leute. Doch eines sei dir bewusst, G-Voice. Den Löffel gibt es nicht. Was wollen die mir damit sagen? Keine Ahnung. Naja, jedenfalls kommen wir jetzt hier zurück zu diesem schönen Füller. Ja, man sieht gleich, er ist in diesem typischen Design des Aeros gehalten. Ja, hier im Vergleich das Aero-Modell, ja, das ist hier der blaue von meiner Freundin. Ja, der am wenigsten, das ist, glaube ich, der am wenigsten genutzte Füller in meiner Sammlung, weil der gehört der Frau und die benutzt den ja nie. Das ist ja wieder typisch für sie. Ja, wenn man das mal so vergleicht, wenn man jetzt hier aufmacht, sieht man gleich, ne, den Unterschied. Ja, hier haben wir noch so dieses ganz leicht texturierte ja, Aluminium. Ja, und hier das eloxierte, das haben wir ein bisschen glatter. Ja, sieht aber auch schöner aus, finde ich. Und ein bisschen geschmeidiger fühlt sich das an in der Hand. Ja, ansonsten aber ist der Füller. Oh. Ja, aber es passt. Cool. Also ihr könnt experimentieren mit den Deckeln, wenn ihr das wollt. Ob das was aussieht, ist eine andere Sache. Egal. Ja, okay, fangen wir mal von vorne an, würde ich sagen. Ja, das typische, ja, dieses Diplomat-Logo haben wir hier auch wieder auf der Kappe. Ja, wie das bei allen Modellen eigentlich der Fall ist. Wir haben hier diesen Clip, den ich sehr gut finde. Weil der ist zwar sehr stramm, dennoch aber leicht zu bedienen als Rollstop oder zum Einhängen in die Jackentasche oder sowas, ja. Sieht sehr, sehr schick aus, ne, wenn es dann so
davor steht oder wenn dann so der Clip herausguckt, wirklich schön. Ja, dann haben wir hier dieses typische Matrix, dieses Matrix, Design. Das ist, also wenn man sich den Füller kauft, ne, und man packt ihn aus und man nimmt ihn so in die Hand, dann fällt einem sofort erstmal auf, so, es ist irgendwie komisch, weil ich fühle hier irgendwie die Rillen, ja. Und wenn man hier die Rillen fühlt, könnte man denken, das sind irgendwie Verarbeitungsfehler, ne? Ich habe da bei Diplomat nachgefragt, ja, die mir den Füller übrigens für den Test hier heute zur Verfügung gestellt haben, ja, mir auch angeräumt haben, ich darf den Füller danach behalten. Ja, sehr, sehr großzügig von denen, vielen herzlichen Dank. Und da habe ich mal nachgefragt, was das denn ist, ne? Ob das, dass man hier so diese Kanten hier spürt. Ja, vielleicht hört ihr das auch. Ja, es ist ein bisschen, gerade hier an den Ecken, beziehungsweise an den Enden dieser Striche, das ist so, wie wenn man so kratzt, ne? Und da, wo man dann gekratzt hat, ist so eine kleine Aufbäumung, ja, quasi kann man sagen. Und da haben die mir gesagt, ja, dadurch, dass dieses Strichmuster quasi, also jeder Strich quasi einzeln eingeritzt wurde oder eingelasert wurde, ist das jetzt gar nicht so wirklich machbar gewesen, dass hier an diesen, ja, Strichenden so diese winzig kleinen Grate verschwinden. Ja, man hat mir erklärt, ne, bei diesem Modell, bei dieser Gulaschierung, bei dem anderen Diplomat, Moment, ich guck mal kurz, ob ich ihn finde. Ja, so hier im Beispiel von diesem Diplomat Excellence A Plus hier, da haben wir ja diese Qual, das ist ein Muster, ja. Also das ist, wenn man hier zum Beispiel auf der Kappe hier so sieht, ja, gut, es ist jetzt hier ein bisschen verschmutzt, ne, durch das Benutzen und so, aber diese Eingravierung, ne, dieses Einlasern, das ist hier im Prinzip alles ein Muster, ja. Da hat das Gerät angesetzt und hat das Muster ab. Es ist quasi abgelaufen, also hier abgewandert, also von Zeile zu Zeile, und dann hat sich das alles hier zu einem endgültigen Muster quasi entwickelt, ne? Also ein geschlossenes Muster. Und das haben wir jetzt hier bei dem Elox Matrix halt eben nicht, ja. Ja, Diplomat Deutschland hat mir gesagt, das ist ein Problem, das ist Ihnen bewusst, ja. Sie arbeiten auch wohl aktuell daran, dieses Problem auf Dauer zu lösen. Im Moment aber ist es technisch leider nicht anders möglich. Nichtsdestotrotz, der Füller ist wunderschön, ja, und ich finde, also man merkt schon diese Erhebungen hier im Muster selber, aber jetzt wirklich störend ist das nicht, ja. Vor allem, wenn man weiß, was es damit auf sich hat, ja, ist das durchaus zu verstehen. Das ist keine Absicht oder so, sondern das ist einfach aus technischer Sicht im Moment jedenfalls nicht anders lösbar. Egal. Ja, dann natürlich, wir kennen das ja vom Aero, ja, das ist ein Füller mit Steckkappe. Ja, auch hier haben wir diesen wunderschönen Sound. Ja, diesen wunderschönen Klicksound. Ja, der es allein schon wert ist, andauernd damit herumzuspielen. Ja, und man kann es schon von der Körperform her sehen oder von der Bodykonstruktion schon her sehen, es ist kein Kolben verbaut, ne? Aber das kennt man auch. Diplomat hat, soweit ich weiß, im Moment überhaupt keinen Füller im Angebot mit Kolbenmechanismus. Ja, der Nexus, der ist ja momentan neu. Der hat ein ganz anderes Füllsystem. Aber normalerweise verbaut hier Diplomat nur quasi Patronenfüller. Das bedeutet, wir bekommen hier auch einen originalen Diplomat-Konverter mitgeliefert, der bei der Lieferung des Füllers schon mit eingebaut ist. Man kann aber, wenn man das möchte, natürlich auch Patronen einsetzen. Ginge auch, ja, so. Und ich habe es aber jetzt hier nicht gemacht, weil ich wollte hier eine Tinte benutzen für das Review, wo ich gedacht habe, es könnte vielleicht passen. Und ja, so von der Größe her, es ist ein Füller, der gut in die Hand passt. Ja, vor allem auch ohne Kappe. Man kann, wenn man möchte, die Kappe hinten aufstecken. Ja, würde auch halten, bombenfest, ja. Aber ich sage jetzt mal so aus ästhetischer Weise gesehen, aus ästhetischer Sicht gesehen,
Ja, also der Füller wird natürlich dadurch ein bisschen länger. Das Gleichgewicht ändert sich dadurch ein bisschen auch. Ja, ich persönlich bevorzuge es allerdings, den Füller dann auch zu nutzen ohne die Kappe hinten drauf. Ja, vor allem auch, weil man dann auch schön so dieses schöne Design auch hier quasi erkennt. Hier quasi von der Mitte aus verjüngend bis zum Ende hin. Ja, genauso wie auch mit der Kappe hin. Also es ist ein in sich harmonierendes Design, kann man sagen. Ja, am Ende des Füllers haben wir hier nochmal so eine Art ja, Kappe. Ja, man könnte denken, es könnte vielleicht ein Kugelschreiber sein oder sowas. Ja, den Elox Matrix gibt es auch als Kugelschreiber und ist mit Sicherheit auch ein Modell. Mit Schraub quasi, also mit Drehkappe quasi zum die Mine herausfahren, ist ein Modell, das mir auch schon gefällt und ich auch schon überlegt habe, ob ich ihn mir den auch kaufen werde, damit ich ihn benutzen kann auf der Arbeit, weil ich ja nur Kugelschreiber benutzen darf. Dann aber wenigstens auch in einem richtig coolen Design. Ne? Also macht dann auch schon was her. Ja, wenn man so ein paar Notizen macht, im Gruppenbuch und so, richtig, richtig schön. Okay. Jetzt kommen wir zum Obligatorischen, nämlich das Gewicht. Ein Öff. Ja, und da haben wir jetzt hier mit dem vollen Konverter. Allerdings, ja, ihr werdet es mir verzeihen, dass ich den Füller vorher ausprobiert habe. Dankeschön, ja. So, ein Gesamtgewicht von 34,8, ja, ich runde mal so ein bisschen ab, 34,8 Gramm. Davon alleine wiegt die Kappe. Ja, 11,9 exakt. Und der Body mit der Feder, dem Griffstück und dem bisschen Tinte drinne, 22,9. Ja, so, das ist das Gewicht. Ah ja, genau, was ich vergessen habe zu zeigen. Mal ein bisschen Zoom hier vielleicht rein. Ja, wunderbar. Das Diplomat-Logo. Ja, das ist ja auch quasi eingelassen. Ist ein Ja, eingelasert, ja, würde ich sagen. Ja, so wie auch das Muster selber. Ich zeige sie vielleicht mal so ein bisschen in der Nahaufnahme. Sieht schon schön aus. Gell? Also man erkennt auch direkt das direkte Anspielen oder die direkte Bedeutung an den Film. Ich hatte ja gefragt gehabt, ja, wie seid ihr denn gekommen so auf dieses Design, auf dieses Matrix-Design? Und dann kam als Antwort, naja, also unsere Designs, die haben eigentlich keine bestimmte Bedeutung. Man hat Ideen, man sammelt diese Ideen und dann schaut man, ob und wie die technisch umsetzbar sind, ja. Und so entstehen dann quasi die neuen Modelle. Ja, hier also Diplomat und dann hier Germany, ein deutsches Produkt. Also, ja. Okay, ein kleiner Füllergrößenvergleich. Ja, und da muss ich jetzt hier gucken, dass ich die ganzen Füller hier zusammenkriege. Ich habe hier letzten Tagen so ein bisschen Tabula Rasa hier gemacht. Ja, es sieht ja ein bisschen unordentlich aus, ja, aber das seht ihr zum Glück nicht. Das ist auch gut so. Ja. Okay. Gut, also. Dann zeige ich euch den mal. So, wo ist er? Da ist er. Also hier der Diplomat Elox Matrix. Setze ich nochmal den Diplomat Aero hinzu. Ja, den direkten Vergleich. Also den Diplomat Excellence A+. Ja, auch ein Modell, das ich sehr, sehr schätze, muss ich sagen. Dann hier, da komme, mache ich die beiden wieder raus. Und komme jetzt mit den üblichen Modellen. Ja, im Vergleich mit dem Twisby Eco. Mit dem Lamy Allstar, was auch niemals fehlen darf bei diesen Füllergrößenvergleichen, ist der Pelikan M200 und der obligatorische kleinste in meinem Bunde hier quasi der Caveco AC Sport. Ne? Also man erkennt schon, die Tendenz ist eher so in Richtung Standardgrößenfüller. Ja, vielleicht zeige ich noch ein paar andere Modelle, vielleicht auch ein paar hochwertigere, ne? Vielleicht, ne? Und ihr wisst ja, ich hau da immer gerne so ein bisschen auf die Kacke. Und das mache ich jetzt auch mal in dem Fall.
Fangen wir mal so ein bisschen klein an mit dem Lamy 2000. Also nicht der Lamy 2000, sondern der Lamy 2000. Dann ein Vergleich mit dem von mir auch immer geschätzten Visconti Homo Sapiens. Der Pelikan M1000. Und wen lege ich noch dazu? Ah, komm, ein bisschen bunt darf es schon sein. Warum nicht? Grünhammer, jetzt haben wir auch blau. Der Narwhal Skull Kill. Warum tut ihr mir das an? Denkt euch doch bitte etwas Einfaches aus. Dankeschön, ja. ja, und fange ich auch mal gleich an zu zeigen, die Feder im Vergleich vom Diplomat Elox Matrix. Ne, das ist diese Jovo-Feder Größe 6 aus Stahl. Dann habe ich hier diese 14 Karat Goldfeder vom Lamy 2000. Dann hier 18 Karat Gold vom Visconti Homo Sapiens. Die 18 Karat Goldfeder, diese riesige, dieses Monster vom Pelikan M1000 und die Nummer, das dürfte auch 6, ja genau, Nummer 6 von, ja, von Narwhal sein. Ja, vielleicht zeige ich auch nochmal ganz kurz so die anderen Füller, Modell, Federgrößen. Ja, ich weiß, ihr mögt alle Füller und ihr möchtet auch am liebsten immer ganz viele Füller sehen. Ja, deswegen mache ich das jetzt auch nochmal hier mit der Twisby Eco Feder. Ne, das ist auch Jovo, allerdings Nummer 5, also ein bisschen kleiner, kann man ja sehen. Dann hier die Feder vom Lamy Allstar, vom Pelikan M200. Und dann hier die kleinste hier im Bunde, der Caveco AC Sport. Ja, also man sieht schon, ne, also diese Nummer 6 Größe, Nummer 6 große Feder, die Diplomat da verwendet, passt, finde ich auch sehr gut, vor allem auch so proportional sehr gut. Ich denke, wenn die ein bisschen kleiner wäre, würde das komisch aussehen, wenn es jetzt so eine riesengroße Feder wäre, Nummer 8 oder was, ja, gibt es ja auch stellenweise, wäre es ein bisschen too much. Genau. Der Diplomat Elox Matrix kostet übrigens so in dieser Version mit der Stahlfeder, also wenn man es direkt über die Homepage bestellt von Diplomat, 215 Euro. Ja, ist schon ein happiger Preis, muss ich sagen, aber ich denke mal, für ein Modell, das quasi nagelneu ist und das Design ist schon aufwendig, würde ich sagen, sieht ja schon ganz okay aus vom Preis her. Ich denke mal, es wird vielleicht in naher Zukunft ein bisschen günstiger werden, ja, vor allem, ja, keine Ahnung. Also ich denke, die Füller, die werden irgendwann auch wieder ein bisschen günstiger werden. Inflation darf man auch nicht vergessen, ja. Wird generell alles teurer, auch für die Hersteller, die Rohstoffe werden auch immer teurer und so. Und ja, allerdings muss ich sagen, dass das Modell mit einer mitgelieferten Goldfeder, das ist dann schon ein ganz anderer Preis. Nämlich laut Hersteller momentan bei 420 Euro. Ob man das will, ob man das möchte, muss man schauen. Also ich persönlich, ich bin ja der Meinung, dass die Diplomat Stahlfeder von ihrer Qualität her, von ihrer Güte, jedenfalls meiner Meinung nach sogar besser ist als die Diplomat Goldfeder. Ich habe ja beide da, ich habe auch schon ein Video gemacht, wo ich die Diplomat Stahl und die Goldfeder von Diplomat miteinander verglichen habe. Und könnt ihr auch gerne euch mal das Video anschauen, wenn ihr möchtet. Da finde ich jedenfalls, Stahlfeder ist auf jeden Fall besser, ja. Und ja, wenn man den Kugelschreiber haben möchte, das von diesem Modell, da sind wir bei 195 Euro mit dabei. Auch nicht gerade wenig Geld, ja, aber ich muss sagen, dieses Design ist schon geil. Ja, also das muss ich jetzt echt mal sagen, das Design ist einfach geil. Auf jeden Fall ein Design, das einfach nicht jeder hat. Es ist ein nagelneues Design und finde ich super. Ich habe gefragt bei Diplomat, ob es in naher Zukunft oder in ferner Zukunft dieses Design, also dieses Matrix-Design auch noch mit anderen Farben kommen soll, also Rot, Orange oder Blau.
Und man hat mir gesagt, also es ist eigentlich nichts weiter geplant im Moment. Ob das noch kommt, weiß ich nicht. Aber in Anbetracht auf den Film passt dieses Schwarz-Grün natürlich schon sehr gut. Ja, okay, gut, bla bla. Schreibbeispiel. Ja, so, dann fange ich mal an. Also, das hier, das ist der Diplomat, Elox Matrix, ja, mit einer Medium-Stahlfeder. Und an Tinte benutze ich jetzt hier, was soll es wohl anders sein? Berlin Notebook war Nummer 3. Jo, und der Satz. Jo, mal ein bisschen was angepassteres an den Film. Ja, okay. Also, was kann ich dazu sagen? Wie ich das schon gesagt habe, auch das sage ich eigentlich jedes Mal, ne, wenn ich die Diplomat Stahlfeder verwende, die Qualität ist unheimlich gut. Sie schreibt unheimlich smooth mit einem ganz, 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 ganz feinem Feedback. Ja, so eigentlich nicht wirklich als störend bezeichnen, eigentlich überhaupt nicht. Bei der Stahlfeder vom Aero, den ich damals hatte, die hat ein kleines bisschen gesungen. Das habe ich jetzt hier bei dieser Stahlfeder überhaupt nicht, ja. Also das hat Diplomat gut in den Griff bekommen, muss ich sagen. Und ja, Tintenfluss ist wunderbar. Da es ja eine Stahlfeder ist, haben wir hier nicht so wirklich die Möglichkeit, Flexibilität aus dem Stahl herauszubekommen. Ist aber auch gar nicht nötig. Ich finde, dass die Stahlfedern von Diplomat richtige Arbeitstiere sind. Ne? Also man merkt, die sind zum Dauereinsatz gemacht. Und ich muss auch sagen, ich habe den Füller vor einer Woche, 1,5 Wochen ungefähr bekommen. Ich habe ihn befüllt direkt. Ich habe damit was geschrieben, habe dann den Deckel wieder drauf gemacht und den Füller liegen lassen für eine Weile. Und quasi ist heute für den Test habe ich wieder den Füller genommen und ich muss sagen, das, was ich bei vielen anderen Modellen immer so ein bisschen so bemängelt habe, ne, dass die Kappe nicht richtig abdichtet, ne, dass der Tintenleiter relativ schnell durchtrocknet. Und gerade bei so einer Tinte wie diese Berlin Notebook, ne, die ist dafür anfällig, in einem Füller, der nicht gut abdichtet, schnell einzutrocknen, ja. Und das habe ich jetzt hier überhaupt nicht, ne? Also das finde ich sehr, sehr gut. Die Feder schreibt sofort an. Ja, also zumindest jetzt bei meinem Modell ist das so. Und super. Nochmal kurz Schnellschrift. Schreibt sich absolut angenehm. Wirklich, wirklich, wirklich toll. Ja, man merkt, es ist eine hochqualitative Stahlfeder von Diplomat, die, finde ich, auch ihren Preis wert ist. Ja, wird natürlich auch in verschiedenen ja, Federstärken geliefert. Man kann sich das aussuchen, ob extra fein, fein, mittel oder breit. Und eine breite Feder habe ich auch schon gehabt. Die schreiben tatsächlich auch sehr saftig. Allerdings kommt es auch so ein bisschen so auch auf die Tintenwahl drauf an. Ne? Also eine Tinte, die eher trocken fließt, die fließt auch in dem Füller eher trocken. Eine Tinte, die eher nass fließt, fließt auch hier eher trocken. Quatsch, eher nass, ja. Und da kann man schon so ein bisschen so herumexperimentieren, je nachdem, ob man jetzt einen großen Tintenfluss möchte, für jemanden, der zum Beispiel eine große Schrift hat oder eine kleine Schrift hat, ne, dann ist eine Tinte mit weniger Tintenfluss vielleicht besser. Naja, ist egal. Also auf jeden Fall,
finde ich den Füller wirklich hervorragend. Ich hätte ihn mir sowieso gekauft, ja, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ihn jetzt hier, wie gesagt, von Diplomat Deutschland zum Testen zur Verfügung gestellt bekommen. Behalten darf ich ihn jetzt auch und da bin ich auch sehr, sehr glücklich drüber. Ich überlege auch schon, ob ich die Kugelschreiber-Variante auch noch gleich dazu order und dann habe ich das Schreibset komplett. Wunderbar, ohne Scheiß. Also ich finde, ich habe ja den Aero damals hergegeben, weil er in der Hand irgendwie nicht so gut gelegen hat, ja. Es war aber auch so das Gefühl vom Griffstück, ne? Und hier dieses E-Lox, ne? Das fühlt sich echt toll an. Ne? Also ich muss auch sagen, er liegt auch sehr gut in der Hand. Und das Schreiben damit ist echt eine Wonne. Ja? Obwohl das Griffstück hier einigermaßen schmal ist, also im Vergleich zu dem, was ich sonst gerne benutze, ist wirklich ein Oberklasse-Füller. Ja? Das hier bei geschlossener Kappe, das hier sich jetzt hier so drehen lässt, weiß ich nicht, ob das so toll ist. Vielleicht möchte Diplomat da noch ein bisschen nachbessern, dass hier wenigstens ein bisschen Widerstand kommt, ja, damit nicht der Eindruck entsteht, dass es nicht die Kappe ist, die sich dreht, sondern das Gewinde, ja. Das Gewinde an sich übrigens ist sehr geschmeidig, ja. Da kruspelt nichts, da quietscht nichts. Es lässt sich sehr gut festdrehen und es bleibt dann auch fest. Und man merkt es auch so beim Zudrehen, dass kurz vor Ende ist dann hier Schluss quasi. Wenn man dann noch ein bisschen nachzieht, dann sitzt der Body perfekt und wirklich bombenfest. Da passiert gar nichts. Okay, Freunde, ja, dann bin ich am Ende für heute für das oder nicht für das mit dem Review von dem Diplomat Elox Matrix. Ja, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Habt ihr Fragen, dann fragt bitte sehr gerne. Ansonsten vielen herzlichen Dank auch an Diplomat Deutschland, dass ich dieses wunderschöne Exemplar zum Anschauen und zum Testen zugeschickt bekommen habe. Und ja, dann ja, sagt mir doch mal Leute, habt ihr auch vielleicht auch einen Diplomat, einen Elox Matrix vielleicht oder ein anderes Elox Modell, den Aero, den Excellence oder was auch immer für ein Modell von Diplomat? Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Modell habt ihr, wie findet ihr ihn? Ja, Vorteile, Nachteile vielleicht, was würdet ihr ausbessern und so? Und da bin ich mal gespannt. Ansonsten, wie gesagt, vielen herzlichen Dank. Wir sehen uns beim nächsten Review. Bis bald, Freunde, und ciao!